Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir haben jetzt eine Geistererscheinung in dem Turm getötet, die uns höchstwahrscheinlich in die Falle locken wollte. Dann begeben wir uns nochmal jetzt nach draußen. Oh. Möchte da jemand spielen? Nein, war nicht. Fahren mit dem Boot wieder zurück und gucken, ob wir den Geliebten finden. Von der netten Dame. Tschüss. So, und die Frage ist halt auch, ja, da haben wir das Boot. Kommt der dann mit oder müssen wir ihn in Anführungsstrichen überreden? Wäre halt auch eine Idee. So, hüpf. Na. Ganz. Du sollst ja nicht drunter tauchen, du sollst eigentlich wieder hoch. Aufs Boot bitte. Geralt. Dahin. So. Dankeschön. Dann übernehmen. Rückwärts fahren. Geht das? Nee. Brumm, brumm. Okay, suchen wir mal den Geliebten auf. Tada. Da hinten haben wir es. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre jetzt echt... Wahrscheinlich können wir da drin jetzt einen Wegweiser finden oder einen Wegpunkt. Liegt auch schon im Buch. Lass mich rein! Ich habe gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst. Lass mich in Ruhe! Jawohl, neue Markierung. Du? Warum läufst du mir nach? Ich habe mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer hat ihm wohl den Verstand geraubt. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ja. Ich will reden. Bist du taub, Mann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabel reden. Annabel? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabel ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle... Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen.
Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht... Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Du kannst ihr helfen. Ist sie noch dort? Im Turm? Kann ich sie sehen? Ja, aber du solltest eines wissen. Im Tod hat sich Annabelle in eine Pesta verwandelt. Eine Pesta? Was ist das? Mehr als nur ein ruheloser Geist. Eine Pestmaid, ein mächtiges Geistwesen, erfüllt von Trauer und Hass, die es antreiben, ihm die Kraft geben, Krankheit und Tod zu sehen. Sie leidet. Wie kann ich ihr helfen? Die Götter wissen, dass ich bereit bin. Annabelle glaubt, du hättest sie verlassen. Ihr Götter, sie hasst mich? Die ganze Zeit über hat sie gedacht, ich hätte sie verlassen? Ja, geh zum Turm und rede mit ihr. Vielleicht kannst du sie überzeugen, dass es anders war. Ich dachte, sie wäre tot. Sonst hätte ich sie niemals verlassen. Ein Fluch hält Annabelle und die anderen Geister auf der Insel gefangen. Deine Liebe kann dessen Macht brechen und sie alle befreien. Genau wie in den Legenden. Du kennst die Legenden. Dann weißt du auch, dass ein Kuss einen bösen Zauber bezwingen kann. Aber er muss aus wahrer Liebe geboren sein. Ich sagte doch schon, ich liebe sie von ganzem Herzen. Bring mich zu ihr, bitte. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt Risiken. Das ist dir klar, oder? Natürlich. Ich bin kein Feigling. Diesmal laufe ich nicht davon. Nichts. Gehen wir. Ich bin bereit. Dann mal los. Wir gehen zum Turm. Das ging schnell. So, komm. Oh. Lass hier meinen Graham in Ruhe. Aua. Wäre das nicht passiert, wenn wir... Oh, da kann man noch was looten. Moment. Beim letzten Mal habe ich noch gehofft, Annabelle und ich würden. Es war nicht unmöglich. Wir hätten zusammen sein können. Und jetzt, sie ist tot. Und ich bin schuld. Hätte ich sie nur beschützen können. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst ihr helfen, ihren Frieden zu finden. Genau, du machst das schon. Lauf derweil mal hier gegen irgendwelche Dinger. Na los, beeil dich. Bringen wir es hinter uns. Ich erinnere mich noch an die Schreie. Unmenschlich waren die. Jetzt ist es leise. Sie sind alle tot. Alle tot. Denk nicht dran. Machen wir hier gerade ein bisschen mehr Licht.
Weiß nicht, ob wir jetzt da als Optionale alles erfüllt haben. Ich denke schon, aber hat sich jetzt ja auch eh erledigt. Ups. gut, gehen wir mal nach oben und gucken, was das dann wird. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Ah, genau, hier konnten wir auch noch einmal hoch und dann. Jawoll, da möchte ich hin. Du hast mich nicht vergessen. Du bist zu mir zurückgekehrt. Bist du das? Erkennst du mich nicht? Ich bin Annabelle, die du verlassen hast. Weißt du nicht mehr? Annabelle, ich dachte, du wärst tot. Hätte ich's besser gewusst, hätte ich dich nie allein gelassen. Ich hätte alles für dich getan, alles, das weißt du. Glaub mir, ich flehe dich an. Beweise es. Nicht. Graham, Vorsicht. Der Fluch ist gebrochen. Graham und Annabelle sind wieder vereint. Ich kann mir auch vorstellen, dass das genau das war, was er eigentlich wollte. Können wir den noch looten? Nein. Verdammt. Ich glaube, sonst haben wir hier aber auch echt nichts mehr, oder? Die Ratten noch. Ach, wir können hier noch ein Stockwerk nach oben. Das hatte ich ja ganz übersehen. Oder nee, wir waren... Nee, hier waren wir noch nicht. Interessant. Was haben wir denn hier noch Schönes? Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Okay, dann haben wir da oben noch gesehen, dass da ein paar ja, Häftlinge rumliefen. Wahrscheinlich die, wo sie dann die Experimente gemacht haben. Nett. Okay, da können wir nicht viel machen. Vielleicht wäre da auch noch irgendwas Verstecktes gewesen. Gut, dann sagen wir mal Bescheid, dass wir den Fluch gebrochen haben. Kriegen wir in der Folge noch hin, denke ich. So, da ging es runter.
Ja, hier ist jetzt auch wieder wesentlich wohnlicher im Vergleich zu vorher. Freuen sich jetzt auch alle. Ratten, Ratten, Ratten. Ich bleibe jedes Mal hier an dem blöden Tisch hängen. Da ging es nach unten. Ach, und du hast auch noch was zum Looten da. Cool, das nehme ich natürlich noch mit. Ein wenig Mutagen mitgenommen. So, ja, das sollten wir in der Folge noch hinkriegen. Haben wir da vielleicht sogar noch irgendwas in der Nähe, wo wir dann schnell reisen können? Statt zu dem... Ja, komm. Super. Wieder ein bisschen Zeit gespart. Vom Dorf aus geht es ja doch schneller als jetzt mal zu dem Boot und bla. Pferd. Pferd. Na komm, steig auf, Geralt. Sagen wir mal noch fix Bescheid. Weg. Geralt hat's eilig. Er hat einen Auftrag ausgeführt. Und angekommen. Langsam, langsam. Ja, ja, ist ja gut. Hallo. Ich bin wieder zu Hause. Also in deinem Zuhause. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Konntest du Graham überreden, mit dir in den Turm zu gehen? Hast du ihm gesagt, dass dort eine Pester auf ihn wartet? Er kannte das Risiko, aber auch viele Geschichten über wahre Liebe, deren Kuss jeden Zauber aufheben kann. Irgendwie hat ihm das Mut verliehen. Und? Ist es gut ausgegangen? Wie man's nimmt. Der Fluch ist gebrochen. Annabels Geist ruht in Frieden, aber Graham ist tot. Armer Kerl, aber er hat gezeigt, dass es wahre Liebe öfter gibt, als manche denken. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Na, das ist doch schön. So, die Quest wäre abgeschlossen. Reicht zum Aufsteigen. Das mit den Zutaten machen wir dann beim nächsten Mal. Hast du eigentlich noch irgendwas zu erzählen? Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ist
Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Zu einem anderen. Dieser Magier von der Insel, erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magieexperten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Bis bald, Kera. So, ich denke, das wär's dann auch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Machen wir in der nächsten Folge.